heute ein bisschen weiter basteln an dem Diorama für die Fiat G50. Habe ich jetzt gespachtelt. Flugzeug mache ich heute nicht weiter. Heute geht es um das Diorama. Basis ist jetzt diese Schachtel. Da waren nochmal so Krebse drin vom Lidl. Sowas hebe ich natürlich immer auf. Die drehe ich um und auf der Oberfläche hier kommt mein Diorama, mein Wüstenflugplatz irgendwo in Libyen. Und was ich noch geholt habe im Garten, ein paar kleine Äste, das wären meine Abstützstangen für das Tarnnetz. Das war so ein Plastikschutz von Gasflaschen. Das wird mein Dach, mein Tarnnetz, habe ich bloß Oliv angesprüht. Und hier habe ich schon ein bisschen Gips angemacht. Das wird meine Splitterschutzwelle links und rechts. Und jetzt fange ich einfach mal an und werde die Splitterschutzwelle machen, auf dem Holz die Äste, Abstützstangen einstecken, dann lasse ich das Ganze erhärten und dann kommt das Dach drauf. Oder vielleicht kommt vorher noch die Besandung von der ganzen Oberfläche. Also bis gleich. Ich habe das vorher schon ein bisschen abgecheckt wegen der Größe. Das passt. Also hier ringsrum kommt der Splitterschutzwall. Den mache ich aus Gips. Das Flugzeug wird ein bisschen im Vordergrund stehen und die Bedachung ist ein bisschen zurückgesetzt. Dann fangen wir jetzt mal an, dass wir... Oh, jetzt ist mir der Gips schon hart geworden. Habe ich zu lange gequatscht. Jungs, das war kacke. Muss ich nochmal frisch anmachen. Jetzt aber.
Hier mal kurzer erster Eindruck, so Schnellaufbau. Jetzt geht es an die Farbgebung. Und weiter geht's. Jetzt bemalen wir das Ganze ein bisschen mit Acrylfarben, ein bisschen einen Sandton aufbringen auf die Erdwelle. Und das ist der nächste Schritt. Ich mische hier Weiß und Ocker. Der Ocker allein, der ist zu dunkel. Das soll ja so ein Sahara, so ein sogenanntes Sahara-Beige geben. Pinseln wir das Ganze ein. Ein bisschen loses Material dabei, lose, egal. Das geht rucki zucki. Die Farbe fixiert dann auch die Brösel, das tun wir noch abkehren noch. Das Ganze noch ein bisschen abtönen. Ein paar hellere und ein paar dunkle Akzente reinmachen ins Erdreich. So, weiße Akzente. So. Das Ganze glänzt jetzt noch ein bisschen, weil die Farbe noch nicht trocken ist. Aber das ist also der Splitterschutzwall. Und jetzt bauen wir dann das Tarnnetz drüber. Jetzt setzen wir das Tarnnetz auf.
probieren wir ein bisschen unter Spannung drauf zu machen, damit es keine Wellen schlägt. Jetzt schneiden wir es nochmal zu. Wo ist die Schere? Da unten. So, bis es runtergerutscht. So. Perfekt. Jetzt spanne ich die ganze Konstruktion noch ab mit einem Sternchenzwirn. Die Tarnnetze praktisch festgemacht. Einmal. In etwa. Dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie es ungefähr ausschaut. Ich habe jetzt mal ein altes Me 109 Modell von mir rein, im passenden Anstrich. Die Fiat ist ja noch nicht fertig und Bedienungspersonal und ein bisschen Equipment fehlt auch noch, das ich noch selber bauen will. Aber das ist heute geschehen. So eine Stunde Arbeit, reine Arbeit. Oder eineinhalb Stunden. Materialkosten null. Bisschen Gips, Holz, Abfall. Man sieht ja, wie das Tarnnetz den Schatten wirft unten am Boden. Schaut richtig gut aus, richtig realistisch. Ist mir ganz gut gelungen, glaube ich. Es wird nur ein Teil 3 folgen mit der Maschine, für die es gedacht ist, und nur ein bisschen Material, was da noch reinkommt, um das zu ein bisschen komplettieren. Jetzt fehlen bloß noch die Abziehbilder, dann ist das Modell fertig. So sieht es jetzt aus. Heute lackiert. Das Diorama ist ja schon fertig. Und dann stellen wir das Ding rein und schauen mal, wie es gelungen ist. Ich hoffe gut, also fangen wir an. Erst einmal die Abziehbilder ausschneiden. Nicht alle auf einmal, weil sonst schwimmen die alle zusammen in der Suppe nachher.
interessant, die Abzeichen der Italiener da im Zweiten Weltkrieg. Das sind ja diese römischen Symbole, diese Ruten mit den Äxten, keine Ahnung wie die heißen, fachlich. So wie das deutsche Balkenkreuz war. Das Kanopie muss ich auch noch ankleben, habe ich gerade gesehen. Das fehlt noch. Dann machen wir eins nach dem anderen. Schön in Ruhe. Wir warten, bis sich im warmen Wasser ablöst. Über 40 Jahre alt. Pinzette ist dann noch in Ordnung, wenn man hat. Und einen Pinsel muss ich mir noch herrichten, dass ich die Abzeichen glatt streifen kann, wenn sie platziert sind. Und vielleicht ein Tempo zum Abtupfen. Schauen, dass man es richtig rum drauf macht. Die Achsblätter nach vorne. Jawohl, und platziert neben der großen Rippe. Flüssigkeit ein bisschen aufsaugen, da schwimmt es nämlich drauf. Das ist das danach gibt es noch so ein Decal Versiegeler. Schauen wir, ob das passt von der Stellung. Jawohl. Jetzt das zweite. Jetzt ist es fertig, das kleine Diorama Fiat G50 Airfix Bausatz aus den 70er, 80er Jahren. Mein Scheinwerfer ist leider ausgefallen, da habe ich anderes Licht. Ich weiß nicht, wie es rüberkommt. Machen wir es nochmal am Echtlicht nach auch im Freien. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Ich sehe, das Kanopie muss ich noch ankleben.